Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch im Falschmach-Krimi, ne? Ja, ich zeig's euch gleich. Ich muss eben hier meine Sachen wieder an den Schlüssel kriegen. Ich habe eine Ballenpressmission wieder angenommen, ohne Geräte auszuleihen. Diesmal brechen wir die nicht ab. Wir werden jetzt sehen, dass wir irgendwie das Gemüse für die Ballenpressmission zusammenkriegen. Weil, nee, ist nicht schön, das ist ja mein Fehler. Nee, da musst du doch gar nicht hin, da musst du weiter. Hab ich versaubeutelt? Jetzt muss ich das auch mal ausbügeln, ne? So. Hier, ich zeige euch das. Ich habe angenommen, was anzunehmen geht, ne? Ihr kennt das ja bei Svenny. Was habe ich gemacht? Bäm! Pressball. Oh, auch noch trocknen. Und hab natürlich wieder richtig schickifan in die Kacke gegriffen, nämlich ich habe es nicht richtig gemacht. Also muss ich jetzt zusehen. Dass ich das irgendwie hingebogen kriege, ne? Ich muss mir Maschinen dafür kaufen. Der fährt 10, fällt 70, Dinkel. Wenn er denn da heute nur ankommt. Du fährst hier auf Feld 70? Nee, ne? Du fährst jetzt hier rum, ah, du bist fast da. Komm, dann übernehme ich dich eben. Dann geht das ein bisschen fixer jetzt. Damit wir hier an Schlüssel kommen. Echt so ein Schickkram, ne? Das passiert mir andauernd, weil ich nicht aufpasse. Oh nee, das ist zum Mäusemelk mit mir, ne? So, Kuh speichern, aktivieren, säen, 15 Meter, ne? Es könnte ja auch mal was laufen, ne? Aber ich habe schon mal Bodenproben gezogen, ne? Hier auf meinem kleinen Feld. Hier, da habe ich Bodenproben gezogen. Das sieht alles erstmal soweit gut aus, bis auf pH-Wert, aber Stickstoff, alles da. Das habe ich noch gemerkt, ne? Da ist ja noch nicht. Haben wir da überhaupt schon gesät? Ach, das ist so, ja. Da darf ja gar kein Stickstoff drauf, ne? Gut, dass ich mal hier geguckt habe, ne? Das muss nämlich aufpassen. Soja ist eine Frucht, gibt keinen Stickstoff. So, wir müssen wieder... Oh, ich kann kotzen. Weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Das ist alles, was wir kriegen. Ist eine Heupressmission, ne? So, wir brauchen jetzt erstmal... Mädchen. Nee, ich glaube, das teuerste ist die Ballenpresse, ne? Und dann kaufen wir direkt die. Kaufen. Ja. Zurück. So, jetzt brauchen wir nur die andere Technik, ne? Mähtechnik. Du kostet 49.000, ne? Nun kostet es aber nur 8.500. Kaufen. Und hier Frontmähweg. 13.500. Nee, egal. Kaufen. Okay. Ich brauche einen Zetter. Warte mal. Du kostest 11.000. Wir kaufen dich. Der kann hinter ein IAC. Ja, mach mal an. Ja. Mach da vorne mal ein Rad dran. Kaufen. Und ich brauche einen Schwader, ne? Schwader! 19.500. 33.000 kostet der. Der ist Müll. Komm, dann kaufen wir den. Jetzt mal aufgepasst, Svenny, dann wäre das auch alle nicht passiert. Du bindst dich ab, du fährst wieder Zentrum Mitte. Echt, ich könnte. Sonst was. Fahr mal Einkaufsstation West.
fährt er mal hin. So, ich brauche den IAC. Also. Ich muss schon wieder Kredit eigentlich zurückzahlen, ne? Ich bin sonst in den Hintern gekniffen. Wir brauchen die Kohle ja gerade nicht. Dann zahl das erstmal wieder hier zurück. So. Du fährst mir nochmal Hofsilo. Ja, Hofsilo beladen. Da fährst du nochmal hin. Nein, so. Was hast du denn jetzt abgehangen? Du willst mich doch gerade vorne piepen. Den Wagen will ich jetzt mal hier stehen lassen. Danke. Wir haben vorne Gewicht dran. Der Schlepper sieht ja, das müssen wir eben abhängen. Ich muss den auch tanken, ne? So ein Schickkram, du! Mann! Immer passe ich nicht auf, ey. Könnt ihr auch mal. Wir haben eine Ballenpresse. Haben wir jetzt zwei Ballenpressen? Habe ich zwei Ballenpressen gekauft oder was? Bin sicher. Tütüm! Sagt nichts, ich sag hier auch schon gar nichts mehr. Nee, du fährst jetzt hier auch mal der Einkauf West da. Fahr da mal eben jetzt hin. Oh nee, Kollege. Gleich kannst du da jetzt hinfahren. Ey Mann, ich pass nicht auf, das ist so Mäusemann. Aber sag mal, dann könnten wir doch rein theoretisch auch eine Wiese kaufen. Jetzt haben wir hier die Technik. Ja, dann kaufen wir jetzt eine Wiese noch dazu. Und Mokfi. Mach mal hier weiter. Nicht hier so lange rumstehen. Das muss laufen. Was kostet denn die Wiese? Der Uwe hat auch schon Wiese. Ich habe noch gar keine Wiese. Was ist denn hier drauf? Wo ist hier überhaupt alles Gras drauf? Oh, da ist auch Gras drauf. Okay, was kostest du? 281.000. Wollt ihr mich für Honig piepen? Was kostest du? 190.000. Irgendwas ist hier doch gerade am Pling. Mach mal voll hier. Ist da noch überhaupt noch was drin? Ja, ein Wagen noch. Den fährst du noch verklappern. Das andere können wir leider noch nicht machen. Okay. Nee, lange. Ey, das ist ja. Was kostet du? Nee, lass mal stecken. Da habe ich ja jetzt gerade keine Lust drauf, auf sowas. Ja, hätte ich mal aufgepasst, ne? Och, du bist hier auch da. Ja, Kollege. Seid ihr bescheid? Sveni hat Zeit für dich. Brauchst nicht direkt wieder vorne hochgehen? Das ist nicht nötig. Hauptsache, du düngst hier eben fix, ne? Speichern. Speichern, aktivieren, düngen, ne? Düngen 42 m.
Premium. Dann hier ist der Wegpunkt. Dann komme ich vor dich da eben hin. So, und jetzt machst du hier. Halt an. Kasala. Gib Geld. Wir brauchen das ganz dringend. So, da willst du mich jetzt gerade wieder fahren. Manchmal ist das nicht einfach, ne? Aber einfach hat's einen. So, der ist auch gleich da, ne? Der macht hier fleißig. Egal, dann haben wir aber jetzt auch Heutechnik, ne? Ist nicht die größte, aber muss jetzt für den Anfang reichen. Dieser Wender, ne? Der immer umkippen muss. Ist ein bisschen schade. Wie krieg ich den jetzt angehauen? Okay, du musst dann. Ich glaube 32 war das, ne? Vielleicht 32 mit die Ballmission angenommen. Ne, 37. Ist. Hä? Da, Feld 11. Du fährst schon mal zu Feld 11. Das kommt erstmal weg. Feld 11. Hubschubrakete. Rottverdorrende, Entschuldigung. Da gibt er jetzt Schubrakete. Wir treffen uns da, ne? Weil wir haben Eule. Oh mein Mann, du! Ach, hier ist ja kein Mann Plus aktiv, dann ist ja ganz gut, ne? Jetzt hätten wir ja erst wieder aufpassen müssen, ne, aber das kriegen wir jetzt so hin. Der Schlüpper ist ja vollgetankt. Du fährst mir auf Feld 11. Das läuft, der kommt klar. Die machen wirklich Schub, ne? Immer heute hier im Büchern, ne? Sind wir keine Pullover-Lampe an, oder was? Muss ich das jetzt einstellen? Also kannst du ja nicht vorne. Der kriegt zwar auch so Performance, aber jetzt wieder. Ja. Nein, da habe ich auch nicht aufgepasst. Was ist hier vor sich? Sag mal. Läuft das hier? Muss laufen. Wie weit bist du denn? Machst du hier Pause oder was? Gib Geld. Mach Schubrakete. Wir brauchen Kohle. So, das läuft. Ein Drama jagt wieder das nächste Mal. Das ist so. Dann fährst du. Hochsilo beladen, aber wir verkaufen jetzt nichts mehr. Und du könntest rein theoretisch mit einem Abfahrer machen, ne? Erstmal. Dann geht das auch ein bisschen schneller voran. Das war ich aus Versehen. Sag mal, wo sind wir denn noch am Ehren? Feld 37. Okay. Feld 37. Feld 37. Ich verkaufe Osthaufen, habe ich gesagt, ne? Osthaufen. Wo ist denn hier Osthaufen? Verkauf. Schüttgut, Osthaufen.
vor damit, mal dahinter. Dass das mal ein bisschen an Stissel kommt da. Und dass die da auch Gas geben. Ich frage gar nicht jetzt, was du da jetzt machst. Ne? Weil das sieht wieder nicht so günstig aus, was du hier machst. Je Menschen ist das so im Leben, ne? Da kannst du es echt besser selber machen. Oder? Ja. Aber liebe Leute, ich weiß auch noch nicht. Ja, ihr habt meine Finanzen, müssen wir gleich noch gucken, ne? Wir müssen das eben hier fertig machen. Dann gucken wir eben Finanzen. Svenny hat ja wieder 25.000 Euro mindestens zum Fenster rausgeschmissen, weil er wieder nicht aufgepasst hat. Ist ja auch nichts Neues, ne? Aber das läuft jetzt. Wir haben im Endeffekt haben wir jetzt die Mähtechnik, dass wir es selber machen können. Ist vielleicht auch ein Vorteil. Wir brauchen zwar länger, weil wir nicht die Arbeitsbreite haben, aber wir sparen uns die Mietkosten von den Geräten. Ne? Ist auch schon mal ein Vorteil. Wir haben die Schlepperkapazität. Klar, Wenden und so wird auch ewig dauern, aber da springt ja auch eine ganze Menge Geld raus. Also von daher kriegen wir das noch irgendwie hin. Ich muss jetzt natürlich nur zusehen, dass wir so ziemlich bis die Brücken hochgehen, alles abgeerntet haben, ne? Da weiß ich gar nicht. Wann gehen die hoch? 18 oder 20 Uhr? Ich weiß das gar nicht mehr. Und dann haben wir, oder dann können wir Spulemann und Söhne machen. Weil wir im Endeffekt dann ja nichts mehr zu tun haben, ne? Ein bisschen Tiere und so, aber vielleicht schaffen wir es ja bis dahin noch irgendwie ein Grasfeld oder so ran zu organisieren. Aber wir hätten die Mähtechnik eh kaufen müssen für Luzerne. Nur gucken, dass wir irgendwann auch mal einen Ladewagen kriegen. Ne? Aber der ist auch nicht billig. Uwe hat hier schon Grasziele fertig. Ne? Hier ist schon Gras fertig. Wird so noch ein Ziel fertig. Ne? Ich muss mal nachgucken. Uwe ist ganz schön fix. Ne? Kann ich gar nicht mithalten. Im Fixie noch drüber gedüngt, dann kann er wieder zum Hof. Ja, ja. Gleich meine Freunde. Du fährst dann zum Hof, Silo? Ne, abladen. Abladen ist besser. Wenn wir hier dann heute noch fertig werden. So, das können wir eben noch abschließen hier, ne? Abschließen. Gut. Finanzen. Ja, ich habe wieder voll den Minus gemacht, ne? Weil ich Maschinen kaufe, die ich gar nicht brauche, ne? Das waren mal locker 20.000 Minus. Finanzen ist Dorffelder. Ja, ist bei mir noch nicht viel, ne? Ich habe halt hier Trauben, da Soja, hier ist Weizen, da ist Luzerne und hier haben wir halt die Kartoffeln. Da müssen wir auch noch Geld für zurückhalten, dass wir den Ernter mieten können. Ne? So ist im Moment Stand der Dinge. Nichts los. Ne? Außer Spesen, nichts gewesen. Kosten Dünger, ja, kosten 10 Euro Wasser. Okay. Ich wüsste nicht, wann ich Wasser heute gekauft hätte. Also, liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen,
Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.